Hallo Internet und hallo YouTube, willkommen zurück zu Transportfieber 2. Bei mir und mit mir, wie immer. Ich weiß nur keinen Plan, was das letzte Part war. Aber egal, wir schon drauf kommen. So, mal kurz nochmal in die Einstellung. Das habe ich nämlich auch vergessen gehabt. Audio-Einstellung. Doch noch mal ins Zeug. So, wir sind in Pristina, sehe ich gerade. Pristina, was haben wir da gemacht als letztes? Zwei Züge haben wir in Pristina stehen. Okay. Sehe da, Pristina. Nach Glasgow, also da haben wir irgendwas gemacht. Hätte ich mal gesagt. Da haben wir dann eine Linie gemacht, kann das sein? Einfach mal mit der Linie gleich. Jetzt ob ich mit dem Zug rauskommt. Gehen wir mal spazieren fahren eine Runde. Ich glaube, das war irgendwas in der Richtung, war das letzte Part. Das ist auch dann im nächsten Part, machen wir eine Runde. Fahren mit dem Zug mit. Sehe ich jetzt, dass es eine Brücke ist. Okay. Okay. Wir sind am Ende der Map eigentlich. Das passt schon so hier rüben, dass wir sind am Ende dieser Map ein bisschen. Ist ein bisschen ruhiger hier. Können wir so ein bisschen spielen auch mit der Linie. Das ist der Bahnhof Pristina sein, da drin gleich irgendwo. Ich weiß es nicht mehr, so wirklich so einen ganzen Blick nicht. Auf jeden Fall ist das eine längere Strecke hier. Oder die Brückeneinfahrt hier. Jetzt kommen wir langsam in die normale Strecke rein. Zwei Signale, das ist immer gut. Klassisches Gegensignal gibt es keins. Das brauchen wir halt jetzt setzen, da wäre es ist ja nicht los. Es sind ja noch keine Züge auf der Strecke. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Strecke wirklich ist. Lass uns mal überraschen. Sagen wir uns mal an. Sind immer diese Scherze mitfahren mit der Strecke, also wenn ich schon brauche, muss man mitfahren halt auch. Ist halt so. Oh, 40 km/h, wir bringen da nicht zusammen, das ist super. Ich habe mich jetzt gewundert, wenn es nicht aufgehen wird, es ist nichts auf dieser Strecke los, wirklich gesagt. Auf der anderen Seite müssen wir auch überlegen, wie wir machen, weil ich gerne einen Abschwenker über die Brücke machen würde, also eine Brücke machen würde und einen Abschwenker nach Hensel gegenüber. Das ist uns auch noch schon bei unserer zweiten Linie, das ist unsere allerersten Linie eigentlich. Wunderschöne Grafik. Wunderschön, den kannst du mir aussteigen. Haben wir zu viel ausgestiegen? Könntest du mich vielleicht? Lieber, dass man das so funktioniert, ich will nicht. So, jetzt sind wir ein bisschen besser. So. Ja, also, es ist eine wirklich längere Strecke. Geht es in einen Tunnel rein, setzt eine Brücke und dann in den Tunnel. Das wird noch länger dauern, bis wir am Ende der Strecke sind. Ihr seht, es ist na gut, so lange ist es nicht mehr, aber ja, da kann man es dann auch noch überlegen, was wir machen und bauen. Das ist unsere zweite Zuglinie, das ist okay. Dritte Linie werden wir noch herrichten, sonst zumindest bauen die Strecke rüber. Lass uns mal anschauen, was ich irgendwie zusammen nämlich will. Die dritte Linie. Und dann werden wir schon mal irgendwie zu einem Export-Import-Chemie zusammenbringen.
mal irgendwie die ganzen Güter anschauen, vielleicht eine Güterlinie einrichten. Das erste. Irgendwas Einfaches und was sicher anläuft und auch funktioniert. Ja, das ist halt so hoch. Der Part ist noch lange hier, also da wird kein Stress. Und allgemein ist es eine langere Sache jetzt, aber irgendwie ist mit Tunneleinfahrten vor allem mal gut. Hätte man auch eine andere nehmen können. Passt jetzt nicht wirklich dazu, wenn wir da schon etwas älter nehmen können wieder. Egal, man kann es ja noch ändern wieder. Dann müssen wir sowieso die Gleise updaten. Und da ist dann sowieso interessant, was wir nehmen. So, wir nähern uns jetzt den Bahnhof Glasgow. Von Kosovo nach Schottland innerhalb von 4 Minuten. Interessant. Ja, das nächste Problem ist, wo mache ich dann einen Güterbahnhof hin hier? Ich habe mir immer noch Gedanken darüber, wo ich die Personenbahnhöfe mache, aber nie wo ich Güterbahnhof hingebe. Das wird auch noch sehr interessant werden. Ich erwarte mit Glasgow natürlich nicht viele Linien, also da kommen vielleicht noch zwei, drei dazu, das war es eigentlich noch. Warten schon weiter. Interessant. Also die Linie dürfte da schon anerkannt worden sein. Also da stehen schon Leute, die mitfahren wollen. 4, 5 werden es schon sein. 4. Guter Schnitt, YouTube. Guter Schnitt. Pristina nach Glasgow. Mit der Kamera einstellen wir wieder. Aber gut, dann soll es jetzt nicht leicht scheitern. So, was haben wir dann mal? Na, zuerst die Linie. Die angekündigte dritte. Was denn hier richten Sie mich die dritte Linie? Riga nach Skopje war eine Linie angedacht. Da müssen wir jetzt erstmal nach Helsinki rüber und uns in Helsinki anschauen. Über das Handhaben und Managen mal. Da wird auch eine zweite Linie rüberkommen noch. Also Helsinki. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da nicht den Güterbahnhof hierher machen möchte. Gott, da hätten wir aber da. Schauen wir uns mal kurz mit den Straßen an, wie wir die liegen. Also eine Straße geht man hier durch. Ist das Straßenende? Irgendwo da, dann bauen wir dann auch die Straße länger. Gehen hier rüber mit der Straße. Definitiv hier rüber mit der Straße. Dann kann ich hier auch rüber gehen mit der Straße normalerweise. Kurz updaten hier. Das machen wir hier aber auch gleich überall. Das ist natürlich. Okay. Interesting. Ich dachte, die ist abgedatet, sorry. Das können wir so mal lassen. Wenn sie schon einen Weg durchbauen wollen, dann sollen sie noch bekommen. Auch eine Querlegung machen, eine schöne. Und das nehmen wir dann gleich aus Bahnhofsvorfeld. Ja, das nehmen wir gleich aus Bahnhofsvorfeld und in den Bahnhof 4 einsetzen. So, Fragezeichen dahinter. Wie viel brauchen wir hier? Das ist jetzt hier ein großer Bahnhof eigentlich werden. Wir sind nur ein 320er, also da kommt schon ein großer hin, da wird sicher mehr rüberkommen noch.
Also das nehme ich schon schwer an. Unsere Ausrichtung ist auch klar. So gerade wie möglich. So gerade wie möglich. So, dann können wir uns mal kurz mit den Gebäuden spielen. Dann hätte ich hier gerne eine. Das könnte man auch mal nehmen. Das ist ein bisschen zu weit weg vom Bahnhof dann eigentlich. Ja, hier fällt es halt nur nicht, weil es dann da hinten raus steht. Deppert, blöd eigentlich. Da müssen wir die mal anders anfügen. Jetzt können wir es noch spielen. Also, wir haben noch genug Städte, wo wir es machen können. Und jetzt schauen wir uns das mal genau hier an. Viele Haltestellen werden wir hier nicht brauchen können. Bauen die da echt noch eine Straße durch? Das ist dann hier auf Fassade. Das ist wieder typisch hier. Diese Bauweise der Stadt selber ist sehr witzig immer. Jetzt sind wir auf die tollen Ideen kommt dann zum Bauen, wenn ich gerade was machen will. Mal kurz mal, ja, da bauen sie auch nach hinten. Nee, ist ein Wahnsinn hier. Die Schleife nehmen wir mit. Nehmen wir allgemein mit die Schleife hier mal. Dann werden wir uns hier eine Haltestelle hinmachen mal. Hier auf jeden Fall in der nach der Kurve eine. Und hier machen wir noch eine nach der Kurve. Jetzt sind da zwei Linien am Ende sein. Ich glaube, so schaut das Ganze so blöd aus, wenn es so machen. Da hinten auch noch. Spaßigerweise. Hier was eigentlich in den Haltstellen. Dann haben wir hier massentechnisch alles abgedeckt, glaube ich. Mehr oder weniger viel zu viel abgedeckt sogar. Für meine Begriffe. Was mir jetzt natürlich nicht gefällt, ist hier, aber das ist dann halt eine längere Stelle. Vielleicht machen wir es so. Erste Strecke etwas besser abgedeckt hier. Und hier vielleicht hätten wir auch noch einen braucht. Dann halt. Gut, das sind sowieso zwei, drei Halte zu viele. Fragezeichen, das ist jetzt, wie handhaben wir es? Wie handhaben wir das jetzt? So viele Linien und Sicht gleich 0 drauf. Müssen wir mal das so machen, bei der Kirchengasse so machen. Dann können wir es mitnehmen, jawohl. Warum nicht, YouTube? Warum nicht? FBNV Helsinki. So, der Putzen schauen wir schon. Zu blöd zum Schreiben, hätte ich gesagt. So, Linie 2 geht dann hier lang. Hier lang. Hier lang. Jetzt wird's lustig. Dann
wir das jetzt Doppelhaltestelle, ist klar. Ja, da kann man nicht hin, Gott. Halte 8 kommt raus. Und endet hier. Gut. Etwas verwirrend hier. Zum größten Teil fast über die drei Linien liegen, laufen. Das ist eigentlich das ist eigentlich ein Problem jetzt gerade. Wir haben noch drei Haltestellen, die nicht angefahren werden. Wir müssten eigentlich. Was machen. Dann müssen wir noch kurz schauen, da können wir echt nach dem Winkelweg die hier dazu nehmen und die hier. Das sind die andere Richtung nach der Dorfstraße. In etwa sollte das passen. Ich will zu putzen schauen, Leute. Eindeutig zu putzen schauen. Da haben wir auf jeden Fall alle alte Steine benutzt und sogar manche dreifach in einer Reihe. 3 in a row. Warum nicht? Warum denn nicht? Und das kommt jetzt gleich zum Bahnhof hin, weil da brauchen wir es nicht suchen gehen. Sondern nachdem das ein bisschen größere Sache ist, nehmen wir gleich 30 von denen hier. Ich fürchte eigentlich genau, dass die erste, die dritte Linie, die längere Linie sein wird hier. Linie 2. Ach, war nicht gerade kurz Linie 2. Okay, da kommen wir noch zu. Da kriegt Linie 2 so viel und der Rest geht auf Linie 3. So, das heißt, alle Linien sind in Einsatz. Das heißt jetzt auch, wir müssen uns jemanden überlegen. Und viel überlegen brauchen wir dann gar nicht. Denn wenn wir klassisch rausgehen, wieder reinkommen irgendwo. Jetzt weißt du, wir jetzt erst die anderen nehmen sollen. Gut, sehr fixen. Ja, ist mal das gleiche hier. Das Blöde ist, es ist auch noch eine Kurve direkt. Echt davor nicht so eng bauen, wenn da rauskommen. Okay, also hier. Okay. Das heißt, das kommt nochmal weg.
zweiten Ebene passt. So, dann das aber erst auch wieder. Die signalisieren das gleich hier. Ja, aber dann werden wir es erst so machen. Der Abfluss von hier soll hier ein bisschen abbremsen. Genau, das geht besser, das schaut besser aus am Ende. Das wird mir müssen wir weggehen, mal hier mal. Kann ich ruhig da hinten weiterbauen. So, das kommt mal weg. Der Vorteil an dieser Linie ist, man kann sie dann eigentlich auch aus. Vorteil hier ist, man kann sie dann auch am Ende gleich benutzen für Güter auch. Und da hinten fährt ja sowieso nichts. Also das ist der einzige Vorteil, da hinten kann nichts fahren. Da hinten auch nicht wirklich uns herumdeportieren, dass wir da fahren müssen mit irgendwas. Ganz normal Böcke drüber. Da hinten machen wir wenigstens, wenn das irgendwas fährt. So, und jetzt. Möchte also ich da ein bisschen schief nehmen können schon. Und dann ich einen Schlenker machen. Da kommt theoretisch nur zwei Linien da drauf, also das soll jetzt nicht das Problem sein. Da kommen genau die zwei Linien drauf. Hier rüberkommen über den Teich. Aber wir werden da trotzdem noch was Lustiges machen. Wenn wir den Bahnhof zur Abwechslung kurz konfigurieren. Kein einfaches Gleis hinfinden. Oh. Scheibe. Okay, das bringt uns nichts, wenn ich es konfiguriere. Schade. Ich weiß gerade, ob ich wieder ein Gleis dazu mache. Es bringt nichts. Bringt uns nicht das, was ich wollte. Jetzt mache ich eine X-Weiche. Die natürlich nicht geht. Das noch kurz hier machen. Dann brauche ich den Gesetz der Serie nach hier eine Ampel, ein Gegensignal. Hier ein Signal, hier ein Signal. Und hier. Das lustig ist auf der Brücke auch noch eins. Dann machen wir hier noch einen Block hin. Ja, da gibt aber auch noch einen Block hin. Das nächste Problem ist, ich muss da. Theoretisch geht sich hier auch noch einer aus. So, und dann müssen wir das hier nochmal anschauen, wenn wir hier rausgehen. Also machen wir nächsten Part. Danke fürs Zusehen.